Willkommen zurück bei Let's Play FIFA 13 mit mir und Martin, also mit Matt. Matt und Martin, genau. Matt und Martin. Ja, hallo. Und jetzt geht's zum letzten Saisonspiel der Hinrunde gegen Schalke. Und wir wagen doch jetzt einfach mal einen Blick in die aktuelle Tabellensituation. Und ganz vorne souverän mit Bayern München. Dann Dortmund und Schalke die direkten Verfolger. Und wie wir auch schon sehen, die meisten haben auch schon ihre 17 Spiele beendet und ein paar wenige noch mit 16. Also wir und dann anderem auch. Wir aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. Und ich denke, damit können wir zufrieden sein. Ich denke mal, Mainz wäre noch potenziell möglich und die können uns noch überholen. Also 13. Platz hätten wir sicher. Ich denke, damit können wir zur Hinrunde mit leben. 20 Punkte auch okay. Da es ja auch so heißt, 40 Punkte in der Saison reicht eigentlich für den Klassenerhalt. Und gut, die Hälfte ist ja nicht mehr so aktuell mit den 30, eher mit den 40 Punkten. Letztes Jahr waren es ja sogar 28, glaube ich, oder so. Ja klar, das ist ja nur eine rechnerische Ding. Also mit 40 ist man halt zu 100% in der Klasse. Und 40 Punkte wollen wir auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Und jetzt haben wir noch ein Spiel, das heißt, wir können vielleicht aus diesen 20 vielleicht sogar ein bisschen mehr machen, wobei Schalke ein harter Pong ist. Natürlich wollen wir jetzt nicht sagen, aber mit einem Sieg könnten wir sogar auf Platz 10 vorspringen. Ja, das wäre natürlich cool. Ich meine, wir haben jetzt 3 Siege hintereinander gelandet. Ja, und da kriegen wir auch schon noch das Geld aus dem DFB-Pokal, immerhin ein bisschen was. Und die nächste Begegnung von Hoffenheim und Freiburg wurde ein bisschen verlegt. Das ist aber schon mal sehr gut. Ja. Weil das war eins, wir haben schon mal vorausgeschaut, wie es im Kalender aussieht. Und da hätten wir nach der Transferperiode gerade 4 Spiele in 10 Tagen oder so gehabt. Ja. Und das wäre dann, da war eben Hoffenheim war das letzte davon, deshalb schon mal gut, dass sich da was getan hat. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch schon mein Opfer gefunden. Es war da Una Stahl mit einer Form von 0,0 und wahrscheinlich auch der Ersatzgeber. Das ist erstmal mal verunsichern. Da ist der Gute. Ja. Kenne ich nix. Bin ich eiskalt. Ja, ja. Dann geht's mal weiter. Zum Spieltag. Genau. Mein DFB-Pokal hat, denke ich, auch ein bisschen Kräfte gelassen. Bin trotzdem sicher. Belgien? Ja, das interessiert mich auch nicht. Wenn, dann nehmen wir Innerdeutschland. So, und ja, gucken wir doch mal. Sind aber alle fit, bis auf Dembélé, der aber eh nicht spielen wird. Ne, der wird nicht spielen, wenn den spielt, weiß. Genau, und ansonsten können wir es wieder fast so lassen, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wir nehmen noch Calvente oder Terrazino auf die Bank für Pozzila vielleicht, dass wir mal noch eine echte Flügelposition dabei haben. Okay, dann bin ich mal für Terrazino, der auch wirklich zum Verein gehört. Calvente ist ja in Anführungsstrichen nur ausgeliehen. Genau. Zwar für 2 Jahre, aber naja, egal, also passt schon so. Und ja, dann gucken wir noch mal, was wir gegen Schalke ausrichten können. Gegen die Gelsenkirchener ausrichten werden. Im Auswärtsspiel. Ja, sind wir auf jeden Fall unterlegen, wenn man sich da mal die Namen anschaut von Schalke. Ja, da kann jeder irgendwo. Aber jetzt haben wir einen Fuchs geschossen. Jetzt ist auf einmal Timo Hildebrand wieder im Tor. Ja, scheiße was. Egal. Unerstall hier noch als Ersatzgeber. Dann müssen wir den erstmal verletzt grätschen, damit der Unerstall reinkommt. Ja, und dann wird er richtig verunsichert. So. Der Ruhe hat es am ersten Stängchen vorbeigeschafft. Aber auch nicht. So, das ist umrundet er dann gleich zweimal. Ja, egal. Dribbling ist nicht so meins. Ja, das ist immer Schalke. Da sehen wir uns. Ha. Ja, wenn er das nachher noch so macht. Das wäre gut. Ja, machen wir so. In der Veltins Arena. Ja, modernes Stadion. Auf jeden Fall. Ja. Nicht so wie die Bruchbude in Freiburg. Ja, hat Tradition. Ja, ne, Freiburg, die Stadionsdiskussion in Freiburg geht ja munter weiter. Weil ich denke einfach, bin ich nach wie vor der Meinung, alles andere als ein Neubau
wäre nicht lukrativ und nicht sinnvoll. Sag mal, der Meinung bin ich auch, sind wahrscheinlich die meisten, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Möglichkeit gefunden wird. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Oberbürgermeister von Freiburg das so lange hinauszögert, in der Hoffnung, Freiburg steigen die zweite Liga ab, um dann zu sagen, ja, jetzt lohnt sich's eh nicht mehr. Wobei selbst für ein Zweitligist wäre das Stadion eher schlecht als recht, muss man leider so sagen. Nein, in Freiburg ist was so öffentlich oder solche Gebäude angeht, das ist immer ganz schwer. Das ist jetzt, liegt jetzt weniger am Oberbürgermeister, da gibt es ganz viel Parteien und Bürgerinitiativen, die da mit reinsprechen und das geht da relativ schlecht dann durch. Ja. Schade, aber so ist es halt mal. Ja, da sind wir schon runterlauf, den müssen wir aufpassen. 11 Tore schon. Ja, aber hast du das insgesamt Tore ohne, also insgesamt die Ligatore und? Ja, klar, aber trotzdem 11 Tore sind 11 Tore. Weiß hat ja für 9 Ligatore. Ja. Müssen wir nachher mal schauen, ob er immer noch Spitze der Torjägerliste ist. Komm, es ist doch Spitze mit 11. Echt? Ja. Okay. Und dann Müller mit 10 und dann müsste Freis mit 9 kommen und danach müssten dann Schürrle und irgendjemand anders nach Leverkusen, so wie ich das noch aus dem Blickwinkel gesehen habe. Ja, wahrscheinlich Kiesling. Ja, wahrscheinlich, ja. So. Und jetzt nehmen wir das Ding hier in die Hand und gewinnen, habe ich gehört. Ja, der Schatten auf dem Rasen. Das sieht man hier, die Träger. Ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich spiele, mein Cursor ist natürlich der Königsblaue in dem Fall. Ja, ich spiele hier den Freiburger Cursor in Rot. Obwohl ich nicht für so Schalke spiele. Den Fuchsroten. Stärker. Ah, nochmal hier im Zentrum. Oder so. Ach, schade. Kann gerade noch an den Pfosten ablenken oder an die Latte. Ja, hätte ich doch lieber einen Hildebrand umsehen sollen. Das war eine Taktik, die wussten, dass ich ihn verunsichern will. Und dann haben sie halt den anderen eingewechselt und dann. Man kann ja leider die auf der Bank nicht verunsichern. Nein, man kann ja leider nur einen verunsichern oder eben das ganze gesamte Team. Ja, das hätte ich machen müssen. Aber das wäre dann irgendwie. Oh, da laufe ich hier in den Ball rein. Aber hallo, und das geht halt gar nicht. So, ja, Schalke macht bis jetzt noch nichts Gefährliches, zum Glück. Aber wir auch nicht. Ja, doch, wir hatten schon einen Lattentreffer. Ja, immerhin. Der war brandgefährlich. Ich bin hier nicht mit Ball zu trennen, aber ich. Jetzt hier auch. Ich muss mal abbrechen jetzt. Kommen wir gar nicht mehr raus. Ah. Ich schlag dort einfach. Da war halt niemand. Ja, ich komme vielleicht noch ran und kann den Ball noch mal scharf machen, aber. Nee, so hat nicht. Hat nicht ganz geklappt. Da stoppt deine Ball. So extrem lang und unnötig. Ja, das war nicht sehr gut. Aber der Pass war auch nicht sauber gespielt zu seiner Verteidigung. Ja, egal. Aber zum Glück. Ja, gibt's das? Sieht auch mehr gut als recht aus, aber. Oh. Nein! Den hätte ich fast gehabt und dann. Mann. Muss ich den faulen? Ja, ich muss den um den Ball kämpfen hier. Das war nötig. Ich gebe keinen Ball verloren. Und da geht ja kein Ball ins Aus. Aber was läuft der jetzt weg? Jetzt die Standschuss. Ah, oh, der eigentlich steht davor. Ja, leider. Wäre gefährlich geworden.
stelle jetzt hier gleich mal den berühmten hohen Druck. Ich glaube, momentan können wir sie ziemlich in ihrer Hälfte halten. Reden wir lieber nicht davon. Ja, habe ich auch gerade so für mich gedacht. Weil schon kommt der Angriff. Oh, der ist ganz gefährlich. Na, macht immer nichts draus. Was jetzt? Er hätte gleich schlagen müssen. Ja, hätte ich auch gedacht, dass er das macht. Ach. Was ist jetzt? Abseits? Ja. Ah, okay. Ganz klar. CNV oder so. Ja, dann dresche ich das Ding halt mal ein bisschen weg. Aber besser ist, ne? Oh! Ja. Wie nimmt denn der den Ball an? Ja, da steht aber abseits, oder? Nicht! Ja, scheinbar nicht, ne? Sind alle rausgerückt in dem Moment. Das ist schon mal ganz gefährlich, wenn ein Abschlag zum Tormann kommt und der dann direkt zum Gegenspieler, der kippt jetzt gleich wieder nach vorne. Habe ich ja schon unzählige Tore so passiert im Online, leider. Deswegen bin ich nicht so mehr der Freund der freien Abschläge eigentlich. Ich sehe eher so halbe Distanz. Oh. Ja, das war jetzt blöd. Er hat mir zweimal den Cursor gewechselt. Nachgelaufen, ich denke. Ja, das lief nicht so gut, habe ich auch gesehen. So. Den wollte ich nicht, aber. Nochmal zurück. Ach. Ah, den habe ich gar nicht gesehen von oben. Blind, die Spieler nicht. Ja, Kruse geht auch schon ganz gut am Zahnfleisch. Ja, ich schon halt keinen hier. Mal gucken. Ah. Jetzt, ah, schade. Fast durchgekommen. Ich hab keine. Oh, ich habe gedacht, die habe ich. Na egal. Ja, Baumann hat es sicher. Richtig. Och Mann, da habe ich drei Spiele ausgespielt. Und dann kommt so ein schlechter Ball. Ja. Doch nichts für die Galerie. Ah. Nicht zu lang dran. Jetzt aber. Jetzt kann man. Oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Ja, jetzt laufe ich mich ja gleich fest. Ja. Die kommt. Ah! Ah! So schade, war wirklich schön. Und dann hat Bruce den Ball nicht richtig getroffen. Ja. Bin ja aber noch Gasmus, ne? So hat sich's angehört, ja. Ah ja, so hört sich das an. Ja, 0-0 zur Halbzeit können wir mit leben. Also wenn es 0-0 bleibt, dann habe ich auch nichts gegen. Weil wir, wenn ich ehrlich bin, viel, viel mehr Anteile vom Spiel haben. Das auf jeden Fall, ja. Vielleicht bahnt sich ja noch eine Sensation an. So nee, nochmal der gute Schuss gesehen. Grad. Schalke, wenn man sieht, noch gar keinen Schuss. Also ich denke mal, die werden jetzt dann auch drehen. Ja, hoffen wir es mal nicht. Nee, hoffen wir es nicht. Hoffen wir, dass wir mal endlich mal unser Tor machen. Das wird nämlich gut tun. Ja, vielleicht nee, da bin ich zu langsam einfach auch. Aber. Jetzt aber. Jawohl! Da macht Kruse auch mal sein Tor. Schon länger keins mehr gemacht. Ja, war jetzt hoch verdient, würde ich sagen. Ja, eine schlechte Klärungsaktion hier vom Verteidiger direkt zu dir. Und der nutzt es natürlich sofort. So muss das. Spielt den Ball wieder direkt in die Gefahrenzone. Ja, momentan haben wir Tabellenkurs Platz 10. Juri kann hier nochmal ein bisschen was rausholen. Ah, das war ging es zu lang. Da stellen die sich dann halt. Leider. Oh! Ja. Da ist einer schön am Ball vorbeigesehen. Ja. Aber musste es sein, musste ich unterbrechen. Nur den Spieler. Ja.
War auch ein bisschen so gewollt, wenn ich ehrlich bin. Ich will ja nicht schon wieder unnötig mit Gegentor festnehmen, aber ja schon oft genug. Sollten wir mal gucken, wenn wir saubere Pässe spielen. Ah, das glaube ich dir genau im Schuss, aber ich glaube dahinter stand sowieso nochmal. Ja, da stand man immer alleine. Nochmal, nein, ich glaube nicht. Ach, der will. Ja, hat man gleich. Auch nicht schlecht. Was? Das war ja wohl nur der Ball. Siri, was pfeift für eine Scheiße zusammen? Ja, geht jetzt eh noch außen. Ach, der, dass der noch ankommt. Jetzt pfeift das ab. Oder was? Abseits. Ah, das hab ich wirklich schon gedacht. So langen Vorteil. Wäre ja, doch ein bisschen hart. Affelei kommt. Oh, die wechseln auch schon wieder aus. Ja, Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen jetzt auch mal ganz nach vorne. Schade. Ja, wir haben Ball. Besitz. Ball, Besitz für uns. Und doch wieder nicht. Der lässt den Ball gerade ins Ausrennen. Ich habe aber, ich weiß auch nicht, der hat den so blöd angenommen. Der war aber auch im Aus. Da haben wir ihn wieder. So schnell geht's. Ich glaube, Schalke einfach hier gar nicht im Spiel. Also, es tut der ganzen Mannschaft zu schaffen, dass ich ihren Ersatz wieder verunsichert habe. Ja, wahrscheinlich. Aber wir wollen hier jetzt nicht. Ich habe den Nerv der Mannschaft verletzt oder so. Ich habe nicht so die großen Töne spucken oder sonst. Doch, ich schon. Ich bin jetzt so frech. Wenn man schon mal die Großen ärgern darf. Ey, schade. Da wollte ich einen Trick machen. Geil, wie immer. Aber rennt doch gut. Ja, da rennt keiner richtig mit. In dem Fall ich. Ach, spiel doch gleich. Wow. Flick, flick, flick. Der ist schon einfach zu langsam. Der Preis. Da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf im Transferfenster. Einen schnellen Stürmer. Ja, nicht schlecht. Ja, der hat zudem auch noch groß und Kopfball stark, genau. Und super Abschluss hat, Alter. Und dem, der auch noch ins Tor stehen kann, notfalls. Jetzt wird er gefährlich. Ah, weg damit. Hab ich gerade noch aufgepasst. Knapp 1-0-Führung müssen wir jetzt nicht unnötig wieder hergeben. Komm, da biegt sich jetzt direkt keiner an. Der versucht das. Ja, hat fast schon geklappt. Ja, da haben wir. Noch ohne Tor bis jetzt, kann auch irgendwo zu bleiben. Ach, ey. Gehen's aus. Ja, die ist wieder im Aus. Ja, bis jetzt lohnt sich das, sie unter Druck zu setzen. Bis jetzt spielen sie auch noch keine klaren Dinge nach vorne. Ah, ja, schon aus. Zu weit. Obwohl ich eigentlich nur kurz gedrückt habe, schlägt er den Ball bis nach Dortmund rüber. Ja. Die sagen dann, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, das ist ein Ball von Schalke. Ach, das ist nicht. Oder sie sagen, hey, der wird verbrannt. Da. Oh, jetzt aber. Oh, ja. Gefährlich. Ach. Die sind gerade auch echt nicht vom Ball zu trennen. Oh. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist ja so typisch, aber jetzt, oder? Die ganze Szene komplett. Letztes Mal getackelt und immer wieder vor den Schalker. Ja. Das war jetzt echt lächerlich. Und dann macht er auch so ein scheiß Tor, der Hand da lang. Ja, das regt mich jetzt gerade echt ein bisschen auf. Wir machen das komplette Spiel. Wir machen jetzt die ersten großen Chance und mit ihnen so ein Glück gesegnet. Ja, komm, konzentrieren, dann vielleicht schaffen wir es nochmal. Also, zu langsam. Scheiße, jetzt kann ich gerade auf. Mann, das wäre die Sensation gewesen. Gucken wir mal. Aus allein. Jawohl! Und da kommt auch gleich die Antwort, wie sie es gehört. Verdient, hochverdient, muss man leider so sagen, liebe Schalker-Fans.
ja, also da habe ich nichts hinzuzufügen, auch wenn ich das jetzt vielleicht etwas neutraler sehe, aber trotzdem, da gibt es nichts dran zu rütteln. Der ist auf jeden Fall verdient. Schön rausgespielt, schön geschossen, kann man gar nichts sagen. Und ich meine, man hat ja gesehen, was es für ein Glückstor war von den Schalkern, dass wir immer wieder am Mann waren, aber die den Ball einfach nicht gekriegt haben. Und immer wieder. Na gut, die Zustellung hat dann halt irgendwann nicht mehr gepasst, aber das, ich meine, wenn man eigentlich so einen, sagen wir mal, so einen 95%igen Ballbesitz hat und den ihnen trotzdem wieder hergibt, wenn man nicht mal was dagegen machen kann. Ah, das ist besser. Ich mal hier ein bisschen defensiver. Ah, da ist noch dran. Ja! Oh Mann, ich wusste nicht, dass ich da gleich. Also bei Schalke wäre das jetzt ins Tor gegangen. Oder zumindest nochmal zum. Ja, der war der Unterlag standen. Ja, der war halt standen. Verfahren wird ausgewechselt. Ja. Na, haben wir auch gar nicht gesehen. Nee, von Schalke offensiv haben wir insgesamt nichts gesehen. Also die haben wir eigentlich gut in der Kontrolle. Müssen wir mal so lassen. Kommt hier zurück. Das Ding da rein am besten. Ich geben wir es nicht auf. Na, jetzt war es abseits. Schade. Knapp, aber war, ja. Ja, gut, so knapp dann auch wieder nicht. So drei Mann von uns. Sollte eigentlich doch schon das Spiel gewesen sein. Ja, ich hoffe doch mal, dass er jetzt dann abweicht. Müsste doch jetzt abweichen. Setzt sie jetzt einfach bei noch Druck an, hat er ja schon Kram. Jetzt kann er auch mal abweifen jetzt. Ja, da passiert jetzt noch 2-2. Kratz ab. Dann kriege ich aber auch das richtige Kotzen. Das gibt's nicht! Ey, wieso... Ach komm, das ist so lächerlich schon wieder. Wieso pfeift er nicht ab? Das ist schon längst die 90. Minute. Aber haben wir den noch gut in der eigenen Hälfte gehalten? Also jetzt nicht, dass er hier dann lässt er noch 5 Minuten nachspielen. Ach Mann! Das ist echt zum Kotzen. Und wieder so ein Scheißtor. Wieder so ein Abraller vom Keeper. Wir sind doch echt total vom Pech verfolgt mit dem Scheiß. Mann ey. Gibt's doch gar nicht. Hochverdient geführt und schon wieder. Ja, jetzt pfeift das natürlich ab. Das ist so. Ah ey. Das regt mich jetzt schon gerade wieder auf. Ja, liebe Freunde, ihr merkt, dass wir uns. Das nervt einfach nur. Ja, ich kann schon wieder so ein Spiel. Ich kann es echt gar nicht zählen, wie oft wir jetzt schon solche Gegentore kassiert haben, wo immer der Torwart angeschossen wird und dann zufälligerweise fällt er vor den eigenen Spieler wieder. Wenn mal bei uns ein Schuss abprallt, dann fällt es immer direkt ins Aus oder weiß ich wohin. Ich weiß auch nicht, was das für Einstellungen sind, wie man sowas programmieren kann, aber irgendwie scheint es wohl so zu sein. Ja, so lächerlich. Vor allem 90. Minute hätte schon längst abpfeifen können. Und dann kommt er noch. Ach, Mann, ey, ganz ehrlich. Ach, ärgerlich. Ja, so wollten wir eigentlich die Hinrunde nicht beenden. Ich meine, gut, wir haben gesagt, mit dem Unentschieden wäre richtig stark, aber wenn man jetzt das Spiel anschaut, wäre einfach nur ein Sieg fair gewesen. Ja, ich meine, wir können uns gleich nochmal das eine Tor vom Rundeller anschauen. Das kam ja gerade schon. Ja, da sieht man natürlich auch wieder, ja, hier, genauso. Hier, von Baumann prallt er noch ab. Wenn Baumann nicht rankommt, dann geht er irgendwo ins Niemandsland. Aber natürlich prallt er natürlich von dem ab. Ja, ganz ehrlich. Also, ich denke mal, wir müssen einfach konsequenter mehr Tore nachlegen und nicht immer mit nur einem Tor führen. Und dann vielleicht klappt es dann auch mal, wenn wir auch so ein dummes Tor noch kassieren. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich denke, wir sind jetzt immer einen Tick besser geworden. Und ja, es ist trotzdem sehr nervig, sowas zu verlieren. Ja, eindeutig, klar. Aber ich denke, ja. Egal, mir fehlen jetzt gerade die Worte ein bisschen, aber... Ja, ich bin schon fast gewollt, einen Brief an EA zu schreiben, dass die da sowas machen können. Also das geht ja mal gar nicht. Sie sollen sich mal unsere Let's Plays anschauen und dann dazu sagen, wie sie
Ja, dann kommt die Antwort, wir müssen dann einfach zwei Tore mehr machen, dann passt das schon. Dann können wir auch mal so ein Tor kassieren. Naja, egal. In der nächsten Folge geht es dann in die Transferperiode und wahrscheinlich wird es so sein, dass es dann eine Folge ohne ein Spiel gibt, das heißt eine richtige Manager-Folge. Das heißt, da werden wir mal gucken, was wir so dann auf dem Transfermarkt treiben können und ja, schauen wir halt mal, was denn so möglich ist. Ja, und nach dieser Folge geht es dann, glaube ich, schon mit dem mit der Rückrunde los und die geht, glaube ich, gegen Mainz. Und ja, dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit unseren Let's Plays. Genau, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Schaut uns weiter zu, wenn es euch Spaß macht. Ansonsten schaut uns auch weiter zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.